Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute mit Zeltkonstruktion, weil es regnet. So ein Schweinkram. Wie ich schon gesagt habe in meinem Reel, beziehungsweise auch in meinem Kaffee- und Kuchen-Video, ich hoffe, ihr habt das euch angeguckt, weil dieser Kuchen aus meiner kleinen Pfanne ist schon phänomenal gut geworden. Ich mache jetzt morgen noch mal einen, dann werde ich den noch mal fotografieren. Aber jetzt wollen wir erstmal zu unserem jetzigen Video kommen. Ich mache heute ein mega Surf and Turf. Ich habe ein mega geiles, schönes, großes Steak für uns. Und ich habe ganz tolle Tiger Prawns hier am Start. Die werde ich euch gleich zeigen. Jetzt kommt erstmal mein Jingle und dann geht das los. So, Feuertonne ist wieder am Start. Hier schon richtig Hitze entstanden. Ich tue hier jetzt mal ein bisschen was an Öl drauf, weil als allererstes gebrauchen wir gleich, und das Öl brennt jetzt schön ab. Wunderbar. Das ist das, was wir gerade nicht wollten, aber egal. So, das ist gleich vorbei. Ich habe so ein bisschen Karotte klein geschnitten. Wie man sehen kann, hier. So ein ganz bisschen Karotte, die kommt als erstes hier drauf. Die werden wir jetzt mal eben so ein bisschen andünsten. Die kommt auch gleich noch unter meine Glocke. Die braucht ja schon einen Augenblick, bis die soweit ist. Meine Tonne ist auch noch nicht so mega heiß. Das kommt jetzt gerade langsam, aber sicher. Also seid gespannt. So. Ja, die Tonne braucht noch einen Augenblick, bis die richtig heiß ist. Ich lasse die jetzt erstmal hier so einen Augenblick liegen und dann geht das gleich weiter. So, ich brauche noch ein bisschen mehr Fett hier in meinen Karotten drin. Dann kommt da so ein bisschen Zucker drüber, damit die hier gleich schön ankaramellisieren. Und dann kommt da gleich mein Standardtrick. Das passt schon. Jo. Dann kommt da nämlich jetzt Wasser drauf. Und dann können die da drin schön anschmorgeln. Ich habe hier Terre, kommt gerade ins Bild. Ein großes, schönes Dry Age Porterhouse Steak vom Schwein mit 546 Gramm. Das tun wir jetzt da schön in die Mitte und dann wird das da drin jetzt schön angebraten. Erstmal schön stark, dann ziehen wir das gleich hier runter und dann wird das hier zu Ende gebraten. Mein Porterhouse Steak habe ich jetzt schon einmal umgedreht. Ich habe jetzt hier ein Dutzend von diesen Tiger Prawns. Ich weiß gar nicht, ob man gut sehen kann. Kann man gut sehen. Ich lege sie mal hier drauf, dann sieht man das besser. Ich werde jetzt die bis hierher, werde ich jetzt die Schale wegnehmen und dann kommen die auch gleich, wenn es soweit ist, hier auf meinen Grill. Man muss natürlich bei den Tiger Prawns, wenn man die kauft, wenn man die jetzt mit Kopf kauft, muss man natürlich den Darm entfernen. Ich habe meine Tiger Prawns, die ich hier habe, bei Tellermitte gekauft. Das ist eine Version, eine Variante, nicht Version, eine Variante. Die sind schon vorgepult und hinten ist der Darm raus. Trotzdem muss man einmal kurz checken, wie das so aussieht. Hier könnt ihr einmal sehen, meine Karotte ist schon ziemlich am Werden. Schön karamellisiert, sieht schon richtig gut aus. Hier kommen gleich meine Tiger Prawns hin. So, wir haben ja hier schon so ein bisschen was an Röstung bekommen. Das sieht natürlich schon richtig geil aus. Wir packen das mal ein bisschen hier so hin, dass es hier noch so ein bisschen was abkriegt. Dann wird das hier auch noch ein bisschen besser mit dem Fett. Wollen wir ja auch schön angebraten haben, damit das so richtig lecker schmeckt. Ihr seht ja schon, wie hier die Flammen kommen. Richtig geil. Aber wir können ja mal eben kurz trotzdem, hallo, lassen wir das mal bitte, können ja trotzdem mal eben schnell eine Kerntemperatur Messung machen. Mal gucken, wie viel wir gerade mittlerweile schon haben. Also wir wollen so 50, 52, bei 29 sind wir jetzt. Also 30
So, ein bisschen was brauchen wir ja noch. Das dauert noch einen kleinen Moment. Wir sehen uns gleich, wenn ich die Shrimps drauf packe. So, Porterhouse ist fast fertig. Jetzt kommen hier meine Tiger Prawns. Mit den Karotten bin ich schon ziemlich weit rausgegangen, weil ich natürlich nicht möchte, dass die mir kaputt gehen. Wollen wir ja nur schön karamellisiert und angebraten haben. So, jetzt werden die hier schön angebraten. Ein bisschen Pfeffer drauf. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Einmal das Porterhouse Steak hier auf meinem Brett. Ich werde das jetzt aufschneiden. Ihr seid dabei. Ich muss mal kurz gucken. Hier ist Knochen, da ist Knochen, da ist Knochen. Also schneiden wir das hier rüber eben schnell in Tranchen runter. Oh, saftig, geil, ist das stark. Ich wollte, ihr könntet dabei sein. Das sieht schon richtig gut aus. Das lassen wir jetzt mal eben hier so weg. Aber es sieht doch richtig geil aus, oder? Boah, hier noch richtig saftig. Das sieht richtig, richtig gut aus. Das verteilen wir jetzt auf unsere Teller und dann geht das sofort weiter. So, ihr könnt den einen Teller sehen. Da kommt jetzt, ouch, das war heiß, schön meine Shrimps drauf. Hier an die Seite schön Shrimps, die schön noch ein bisschen glasig innen sind. Hier haben wir so ein bisschen Sour Cream. Da haben wir ein bisschen Aioli, hinten ein bisschen Salat. Hier unser mega Fleisch. Oh, ist das geil. So, jetzt zaubern wir hier nochmal einen riesen Bunch of Carrots hin. Ist das der Hammer? Ich hau hier mit dem Hintern auch die Kamera um. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was sehen. Ja, könnt ihr. Sieht doch geil aus, oder? Mein Gott, sieht's nicht geil aus? Ich finde, das sieht sowas von genial aus. Hinten der Salat, links die Shrimps mit dem Aioli, rechts das schöne Steak, schöne Karotte. So, es dampft wie verrückt. Wir sind soweit ready. Jetzt kommt gleich mein Abspann. Ich komme zum Abspann. Es geht sofort los, ihr Lieben. Und es regnet so schön hier in Grömitz. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir wollen jetzt sofort unser Mega-Essen da aufessen. Gebt uns einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, gebt mir eine Glocke, damit ihr keinen von unseren Videos verpasst. Ich brauche momentan Abos. Ultra wichtig, weil meine Zahlen gehen gerade irgendwie abwärts. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.